Ich will nicht warten auf andere Spieler. Ich will nicht, dass es lädt. Ah, fick dich. Ey, mein Kumpel, da bist ja wieder. Helene, saubere Sache. Hey, so ein Zufall, hey. Der, wo mich hasst und cheaten und hacken will und mich melden will, weil ich ja so scheiße spiele. Das ist geil. Das ist nämlich folgendes. Der Typ heißt Helene 04 kackt mich an und wir haben gerade gespielt und da bin ich ja schon wieder mit dir in der Gruppe. Der Typ hasst mich, weil ich gut spiele und er spielt scheiße. Jetzt ist er wieder raus. Jetzt gehe ich auch wieder raus. Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem kleinen Modern Warfare 2 Match. Das war jetzt bloß folgendes. Sehr lustige Sache. Ich habe gerade gespielt und deswegen auch das Video jetzt, werde ich das machen jetzt. Ich spiele gerade so mal meine zweite Runde Modern Warfare 2 seit Ewigkeiten. Ich habe so lang nicht mehr gespielt. Und ich dachte halt, ja, ein bisschen jetzt zocken, ne, bevor ich Metro oder irgendwas anfange, keine Ahnung. Ja, und dann ist es so, dass ich halt mal in der zweiten Runde halt besser spiele als normal. Also, keine Ahnung, ich spiele halt nicht schlecht. Und dann hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, 21 zu 5 oder so eine Scheiße. Also eigentlich nicht so übelst gut eigentlich. Und dann der Helene-Typ, der die ganze Zeit, Hacker, Cheater, ich melde dich. Ja, ich melde dich. Entmute mich. Und so voll die kleine Sackratte einfach. Und ja, ich nehme dich auf und lade es hoch. Und dann melde ich dich. Und dann bist du gebannt. Und so eine Scheiße. Ja, der heult da voll rum, ey. Anscheinend so ein Idiot, so ein 10-Jähriger oder so. Und dann das erste Mal irgendwie. Der spielt ja auch scheiße. Also, der hatte dann irgendwie. Ja. Weiß ich nicht, 0 zu 5 und ist halt sauschlecht einfach, ja, also richtig sauschlecht ist der. Und heult dann da rum, ich melde dich, ja, Cheater, Hacker und so. Und jetzt kann ich mir ein neues Spiel kaufen und schreibt dann kleine Texte, so kleine Idiotentexte. Ja, ich kann jetzt ein neues Spiel kaufen, weil ich ja hier gebannt werde und so eine Scheiße. Und mein Gott, der dann heult der so rum, das ist ja unmöglich, oder? Heult dann der Idiot rum, du hast mich wieder erschossen, du bist scheiße. Ja, du bist scheiße, hey, ja? Meine Fresse, das gibt's doch nicht. Also ich reg mich jetzt einfach über einen Typen auf, also ich belustige mich, also ich bin belustigt durch ihn. Ich reg mich nicht auf, weil das wäre sehr anders aus. Ich fand's halt lustig, wie er dann immer so gleich rumheult und du bist ja scheiße und so eine Kacke, ja. Ja, genau, ich tippe jetzt hier gleich mal den Link hier ein, ja. Kann ich mir auch merken, jetzt in 3 Sekunden. Ja. Oh mein Gott, ja, also kennt ihr das? Wenn irgendwie Idioten da sind? Wenn irgendwie Idioten da sind und die nerven einfach sowas, hey, wegen irgendeinem Schmarrn, die einen Noobtuben immer, ist eh klar, die anderen schreiben irgendwie so eine Scheiße rein, wo niemanden interessiert und ich bann dich und ich hack dich und ich nehme auf und du bist scheiße, ja, so eine Kacke immer, wo ist jetzt der Typ hin, mein Gott? Oh Gott, ey, man kann die einfach so gut ärgern. Jetzt nerv ich mal den Typen, weil jetzt er den anderen reporten will, obwohl der bloß irgendwie 17 zu 10 steht und er hat auch noch eine scheiß Leitung. Ja? Also er hat auch noch eine scheiß Leitung. Und oh Gott, nein, der muss doch gebannt werden. Und wir sind alle kleine Hilfs-Sheriffs, die nichts Besseres zu tun haben, als nicht zu spielen, sondern irgendwie scheiße zu sein. Ja, meine Fresse. Jetzt stirb doch mal, du Arschloch. Meine Fresse, Junge. Jetzt doch nicht, oder? Ist doch nicht wahr. Oh mein Gott, ey. Ich hasse alle Menschen, ey. Ja. Wenn immer alle denken, oh, ich muss den reporten.
und ich muss den reporten und der hackt und der ist böse. Mein Gott, da, was soll denn das? Hä? Scheißdreck. Ich weiß schon, dass dieses Commentary jetzt hier gerade nicht besonders viel Informationswert hat. Oh, die Tar ist ja geil, die Waffe. Die ist ja echt mal episch. Hoppala. Also die Tar, die ist echt... Ich dachte, die ist nicht so schön, aber anscheinend ist sie doch schön, ja? Wieder was gelernt für heute. Ich weiß nicht, was ich heute zocken soll. Ich habe heute zum einen... was habe ich da zum einen? Ich glaube, zum anderen auch noch. Ja. Also zum Beispiel Metro 2033 gab es ja jetzt kostenlos gleich mal geholt nochmal. Warum auch nicht, ne? Könnte man ja eigentlich durchspielen, wenn man geil wäre, ne? Hätte ich eigentlich schon einen gewissen Bock drauf. Oh, die Scar ist auch schön. Mein Gott, ist das Spiel geil, ha? Alle Waffen sind schön, alle Waffen sind geil. Was will ich denn da bitte mehr? Da hinten kommt jetzt einer, ja, hab dich gesehen. Bitch, ja, auf dem Radar. Ich hab keinen scheiß Gate Sheet an oder so eine Kacke, wo keiner braucht. So, gefickt, Bitches, also. Es ist gar nicht so schwer, wenn man hier in dem Spiel gut. Man muss bloß aufpassen, ja. Man muss ein bisschen hören, man muss ein bisschen nachdenken. Wo könnte einer kommen? Links könnte einer stehen, mich hören. Man muss denken, wie die Gegner vielleicht spielen oder sind oder so. Ja, da ist jetzt einer, der ist gay. Ja, der ist saudumm. Ja, mit seinem scheiß Noobtuber. Aber egal, ne, ist mir auch wurscht. Ja, ich glaube, das ist russisch, oder? Was schreiben die eigentlich die ganze Zeit da? Keine Ahnung. Auch mal jetzt gerade einen Satz geschrieben. Ich glaube, der heißt nicht mal Wodka. Also heute tut man halt wirklich so bloß zwischendurch Commentary, weil einfach gerade Bock gehabt und weil einfach gerade so witzig. wegen dem Helden, der Typ, der sich so auffuckt. Das ist ja echt geil, oder? Das müsste mein Freund werden, glaube ich. Ich mache ihm mal eine Anfrage, ja? Der ist Deutscher. Das ist schön dann. Weil, ja, genau. Also, danke fürs Zugucken von dem, ja, unlustigen Commentary. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt so schön und tschüss, ne?